Black Ops 6. Also, ja. Ich spiele COD bereits seit ungefähr Modern Warfare. Ich habe die ersten Modern Warfare-Teile damals illegal in Kuba gespielt. Die waren illegal runtergeladen und waren auch einfach an sich in jeder Hinsicht illegal. Aber gut, das macht, glaube ich, nicht zur Sache. Und mein erstes richtiges COD war dann Modern Warfare. Ah, es war nicht Modern Warfare. Nein. Es war tatsächlich ja, das erste Jetpack-COD, nämlich Advanced Warfare. Und mit Advanced Warfare kam natürlich der größte Shitstorm, den COD hatte, bis ein paar Jahre später Infinity Warfare rauskam. Und davor hatten sie den größten wegen Ghost. Also, ja gut, also ich glaube, die Jahre waren eh nicht so extrem gut. Abgesehen natürlich von Black Ops 3, was ich auch mit Abstand am meisten gespielt habe. In den Game habe ich aber auch nur eine Nuke geschafft, während ich in Advanced Warfare irgendwie 5, 6, 7 Stücks geschafft habe, was für mich damals, dafür, dass es mein erster COD war, relativ krass war. Und in Advanced Warfare kam eine Sache rein, die diese ganzen Games in Zukunft immer ein bisschen kaputt gemacht haben, nämlich Skill-Based Matchmaking. Darüber werde ich später nochmal reden, aber jetzt werden wir erstmal drüber reden, wie die Beta war und was ich im Endeffekt von der Beta so sagen kann. Ich muss auch ehrlich sagen, hi. Der Server war wirklich miserabel. Man hatte Freezes, man hatte irgendwann immer auch mal das Problem, dass man 1000 Packet lost hat. Man ist gegen Ende auch einfach. Also da haben sie wirklich ein bisschen was gemacht. Sie haben auch selber zugegeben, dass sie zum Zeitpunkt der Beta auch manchmal Servertests gemacht haben, um zu schauen, wie alles läuft. Und ja, das war das erste große Problem. Aber bevor ich euch irgendwas sagen muss, keine Sorge, das wird zu Full Release besser werden. Oder es sollte auf jeden Fall besser werden, weil diese Tests waren zum Teil beabsichtigt, zum Teil nicht beabsichtigt. Sie haben auch sogar noch einen ganzen Post auf, ja, X dazu gemacht. Welcher Mensch nennt das wirklich ernsthaft X? Das ist doch tot. Ja, und der zweite große Punkt, der waren für viele die Maps. Ich kann euch jetzt einfach mal im Hintergrund zeigen, was man momentan natürlich kennt von den ganzen Maps. Ja, wir sehen jetzt hier auch im Hintergrund die ganzen Maps, die jetzt noch hinzukommen werden. Und man muss ehrlich sagen, die Maps, die wir bis jetzt gesehen hatten, es gab eindeutige Favoriten meinerseits und es gab eindeutig Maps, die ich nicht mochte. Ich hatte auf jeder Map eine gute Streak, abgesehen, glaube ich, von den ganzen Pit-Maps. Also diesen ganzen Small Maps, an die Leute, die nicht wissen, was die Small Maps haben, sind. Ich zeige euch jetzt einmal eine kurze Übersicht. Und ja, wir gucken uns einfach einmal ganz kurz direkt hier einmal diese Map-Übersicht an. Wir haben hier einmal die Strike Maps. Das sind diese vier Maps, die halt wirklich klein sind, auf denen ihr keine Streaks haben werdet. Da haben wir Gala, Pit, Stakeout und jetzt Warhead. Die hieß immer ein bisschen anders. Das ist dieser Nuketown Fake und keine Sorge an die Leute. Nuketown kommt ins Game rein. Das ist so 100% sicher. Dann wahrscheinlich erste Season. Das ist nur eine Map, wie Nuketown danach aussehen würde. Wirklich keine Sorge, Nuketown kommt. Und Dinge, die man auf jeden Fall bemerkt hat, dass manche dieser Maps echt wirklich Spaß gemacht haben. Und auch viele aus der Community meinten, das ist ganz geil. Nur ohne Streaks, ein bisschen blöd. Aber hey, was will man tun? Das war nämlich auch teilweise wieder dieses Problem mit Shipment. Na gut, wir werden sehen, vielleicht ändern sie da noch was. Dann haben wir Small Maps. Und Small Maps kann ich euch direkt sagen, da kennen wir The Relic. Dass die noch als Small finden, finde ich schon relativ krass. Wir haben jetzt öfters auf der auch ja gespielt. Babylon, Payback und Subsonic. Also diese Maps sind momentan als ja Small Maps gelistet. Und ich muss euch ehrlich sagen, dass das auch mit Abstand meine Lieblingsmaps waren, auf denen ich am meisten Spaß hatte. Wie fandet ihr so persönlich die Map? Schreibt mal wirklich rein, weil ich hätte echt gerne von den Leuten, die jetzt gespielt haben, eine Meinung zu diesen Maps. Und dann haben wir natürlich noch die Medium Maps Skyline, wobei ich finde, dass die halt schon relativ klein ist für eine Medium Map. Ich dachte ehrlich gesagt, der Relic ist sogar größer. Scud, Rewind und ja, halt die Maps, die noch hinzukommen. Wir müssen auch noch sehen, dass Protocol, Lowtown, Red Card, Bokuta und Vault ein bisschen größer sein werden. Wahrscheinlich auch eine größere ja, Größe an sich haben werden. Ist, denke ich mal, komplett fein. Und ich persönlich fand die Medium Maps so, naja, also Scud war eigentlich immer ganz cool, aber der Rest, es geht auf jeden Fall 20 Mal besser. Wir haben übrigens auch Protocol bereits gesehen. Die Map ist übrigens, ich kann es gar nicht zeigen.
Aber das ist die Map, die ihr im Tutorial gespielt habt, falls ihr das Tutorial gespielt habt. Das kommt auch von heute Map. Sieht ein bisschen, also ich glaube, die Large Maps werden extrem krank. Ich weiß es nicht. Und ich muss persönlich auch sagen, ich war jemand, der hat sehr, sehr viel Shipment gespielt. Und das hat eher weniger mit COD zu tun. Und deswegen finde ich es gerade richtig schön, dass sie so viele kleine Maps reinbringen. Weil die kleinen Maps auch meist am meisten Spaß gemacht haben, wenn man einfach nur so Fun haben wollte. Und die ganz großen meist eher immer problematisch waren. Ich fände es halt wirklich schöner, wenn sie da jetzt so auch ein bisschen drauf achten, dass sie halt ein bisschen mehr Chaos reinbringen. Weil das wirkt 20 mal mehr casual für Suchen, Zerstören oder was auch immer. Dann können sie ja natürlich auch die großen reinmachen. Da finde ich die sogar im Weiten besser. Aber so finde ich das eigentlich ganz cool. So, und dann haben wir natürlich auch noch die Perks. Die Perks werde ich euch ganz kurz einfach mal ganz kurz erklären, wie ich die fand. Weil, ganz ehrlich, das waren nicht ansatzweise alle. Und ich finde sie 10 von 10. Ich finde sie wirklich 10 von 10. Das fand ich wirklich richtig gut. Ich wünsche mir natürlich noch, dass es ein paar mehr Perks gibt. Aber die werden dann auch alle hinzukommen. Und was ich mir auch noch auf jeden Fall wünschen würde, ist Folgendes. Dass Spezialitäts- oder halt Spezial-Dingsbums-Star-System finde ich hundertprozentig mit am besten. Das ist einer der besten an euren, die sie hier reingebracht haben. Besonders weil die Sachen, die man da kriegt, extrem geil sind. Also das kann man auch in keiner Hinsicht verneinen. Ich liebe diesen Fakt, dass man dann halt einfach schneller regenerieren kann. Oder bei dem, ja, ich weiß nicht, bei dem Blauen ist es halt einfach, dass man dieses Wachsamkeit extra bekommt. Und all diese Sachen. Und ich finde, dass es echt extrem spaßig war, mit diesen ganzen Sachen zu spielen. Und das Einzige, was ich daran verbessern würde, einfach mal ein weiteres hinzufügen. Und ja, also, dass man halt nicht eine neue Farbe hat, sondern von einem Roten noch ein anderes hat, was man nehmen kann. Oder von dem Blauen. Weil das von dem Grünen ist halt legit einfach useless. Ja, dann kommen wir zu ganz kurz zu den Taktik-Sachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Schläferagent, es ist eine weitere Sache, auf die man achten muss, irgendwann mitten im Game. Am Anfang denkt man sich, hey, okay, es hat noch niemand anderen. Ab irgendeinem Punkt könnten es 6 Leute haben, wenn alles ausgerüstet haben. Weiß nicht, ob ich das so geil finde, aber die anderen Sachen sind alle ganz cool. Trophy System sollte man nicht durchgängig abhaben können. Und deswegen finde ich es auch toll, dass es da so eine Spezialausrüstung ist. Sturmpaket ist ganz cool und die ganzen Sachen, aber ganz ehrlich, Schläferagent, weiß nicht, da muss man vielleicht wirklich was ändern. Ja, Granaten und Zweitausrüstung, also ganz ehrlich, ich weiß nicht warum, aber ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben je überlegt, Taktikmaske und Sprengschutzweste mitzunehmen, weil es einfach unmöglich ist. Es ist unmöglich. Es macht in keiner Hinsicht Spaß, auf manchen Maps zu spielen. Ich habe hoffentlich nicht die Runde im Hintergrund eingeblendet, wo wir durchgängig die Aerosolgranaten oder was auch immer abbekommen haben. Es hat genervt. Man ist fast auf Streak und will was Schönes reißen. Dann kommt halt die ganze Zeit so ein Spam davon. Also das ist ja, wenn es in Black Ops 3 oder sonst wo war, dann bringt in dem Fall wirklich einfach das Fansystem zurück. Wird nicht kommen, aber ich fände es halt cooler, wenn man halt auch eine Granate nicht mitnehmen könnte und stattdessen irgendwas anderes mitnehmen kann. Wie gesagt, Sekundärsachen finde ich halt, habe ich eh nur Stim benutzt. Und auch die Pistolen, muss ich ehrlich gesagt sagen, wir gehen gleich auf die Waffen ein, fand ich ganz okay. Ich meine auch, dass man das Messer jetzt so als Trittwaffe hat. Ja, ist sogar eigentlich richtig fein, weil ich tatsächlich oft auf die zweite Waffe auch mal wechsle. Und das Messer einfach nur zum schneller sein zu haben, ist, finde ich, deswegen vollkommen. Ja, kommen wir jetzt zu den Waffen. Und ich muss ehrlich sagen, Sniper waren vollkommen fein. Was ich nur ändern würde, dass man nicht das Gefühl hat, dass man in Real Life ausgenockt wird, wenn man die Sniper abbekommt. Die DMRs waren komplett fein. Waren halt wie DMRs in jedem Game sind. Irgendwie langweilig, aber irgendwie auch cool, weil man Leute two-shotten kann, aber niemand spielt. Ach, ihr wisst, was ich meine. LMG war nicht so nervig wie in irgendeinem COD jemals, die Titan. Und ehrlich gesagt, haben sie ein bisschen sich beim Weapon Balancing am Anfang viel zu sehr auf die PDW, also auf die, DLC-Waffe konzentriert. Oder nicht DLC-Waffe, ich meine die Vorbesteller Mastercraft-Waffe. Und ja, das war halt echt einer zu viel. Aber ich finde, im Endeffekt war es ganz okay gebalanced. Man hat am Anfang halt nur die Jackal gesehen. PDW, ja, aber irgendwann, ich fand auch persönlich C9 war sehr, sehr gut und die Tanto war halt einfach viel zu perfekt. Hatte übrigens ein Video gemacht über die beste Klasse, ich werde es hier nicht einblenden, weil die Beta gerade eh nicht läuft und wer sollte es jetzt anschauen. Und was ich natürlich auch extrem, extrem gut fand, waren
jede Stunde wäre. Es hat sich alles so gut angefühlt und ja, Pistolen waren meiner Meinung nach ein bisschen zu OP, weil die manchmal einfach Two-Shot waren. Ich meine, wenn man auf den Kopf schießt, ja, aber auf Brust, gut, vielleicht bei der... Ja, das ist erstmal alles zu den ganzen Klassensachen. Wir kommen gleich noch zu den Streaks und dann abschließend noch zum Matchmaking. Ja, und erstmal zu den Waffensachen auch nochmal etwas extra anzufügen. Drop Time war komplett gut. Hatte ich jetzt nichts gegen auszusetzen, hat auch echt Spaß gemacht. Movement fand ich persönlich 10 von 10. Also, das Problem ist, man kann auch ohne das Movement absolut gut Kills machen. Das heißt, es ist noob-freundlich und gleichzeitig auch hat es dann irgendwann mal so einen Wert, hey, ich kann mich jetzt auch verbessern. Man muss nur manche Sachen rauspatchen, alles was ein bisschen buggy und komisch aussieht oder was zu OP sein könnte, nicht erlauben. Ja, ich würde es einfach nur ein bisschen noch zurückschrauben in einigen Stellen, aber sonst finde ich das wirklich so geil. Jedes Spiel, was ich danach gespielt habe, hat sich einfach schlecht angefühlt, weil es da kein Omni-Movement gab. Habe ich manchmal das Gefühl gehabt, dass man durch Objective viel zu viele Punkte bekommen hat? Ja, besonders im Abschlussbefehl, wenn man da nur ein paar Minuten überlebt hat, dann hat man alle Streaks gehabt. Das hat echt ein bisschen genervt. Und was mich am meisten genervt hat, ist der Fakt, dass ich, wenn ich irgendwie mal Chopper Gunner hatte, auf Rewind, ich den nie nutzen konnte, weil ja, jeder Schuss eigentlich gegen das Dach ging. Vielleicht die Maps ein bisschen in der Hinsicht überarbeiten oder die Streaks, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, weil ich kann mich ja auch je nach Map anpassen. Ja, und jetzt haben wir über die Maps geredet, wir haben über die Waffen geredet, wir haben über das Gameplay, wie es sich alles angefühlt, geredet. Ja, und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt und den haben sie auch selber angesprochen bereits. Ja, da werden wir nichts ändern können. Ja, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. SBMM wird nicht geändert. Ich hoffe, dass es einfach irgendwie ein bisschen schlechter gemacht wird. Aber die Leute, die sich darüber aufregen, das ist eine viel zu kleine Community und ihr wisst nicht, wie klein diese Community wirklich ist, weil das sind diese Leute. Es gibt zu viele Leute, die sich dieses Spiel kaufen oder einfach nur for fun zocken, die dieses Thema nicht richtig kennen und die es auch nicht richtig, ja, interessiert. Es ist komplett fein. Ich meine, wenn sie meinen, das so reinzubringen, finde ich es vollkommen fein, wenn man dann halt auch mal einen Neffen hat. Wenn man mit Freunden spielt, die ein bisschen schlechter sind. Das können sie ja nicht ändern. Und ja, gut, spielt bitte nicht zu häufig mit einem Neffen. Ich habe das nur am Ende der Beta nochmal ein, zweimal gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin aber nicht nachgejoint, weil ich die Mixed-Lobbys haben würde. Weil ein Kollege von mir halt einfach nicht so gut ist. Und ich hoffe, ihr versteht das. Wenn ein Kollege nicht so gut ist und deine Lobbys schon zu krass für ihn teilweise manchmal sind, dann finde ich einen Neffen komplett fein, der ihn dann halt so Lobbys gibt, wo er halt dann mindestens mal auf eine 6er kommt oder auf eine 5er. Und er meint auch ehrlich, er verbessert sich langsam. Das war meine Meinung. Was ist eure Meinung? Schreibt's gerne.